gucken wir mal, was wir dieses Mal. 5 Schritte brauchen wir. Ha, das ist jetzt etwas anspruchsvoller. Wenn ich das hier nehme, dann drehe ich die beiden um und die beiden. Ja, ich glaube, ich mache das mal so. Ja, genau so nämlich. Jawohl, hat geklappt. Gut, Memento, ein einfarbiger Papierhase, woher auch immer der kommt. River. Ja. Die Zeitsprünge gehen einigermaßen. Auch wenn wir immer noch jetzt im dritten Bereich sind. Wir waren ja jetzt am Anfang des dritten Bereichs. Jetzt sind wir in der Mitte des dritten Bereichs. Und wir folgen mal John. Das hier ist ihr altes Zuhause. Weil das neue existiert ja noch nicht. Wurde ja noch nicht mal geplant. Der Flügel steht noch hier unten. Der dürfte schon ein Memory-Fragment geben. Wie zur Hölle haben Sie dieses Ding die Treppe raufbekommen? Keine Ahnung, aber ich wette, es wäre ein Klacks für die TARDIS. Nicht wirklich. Da wäre es nicht mal durch die Tür gekommen. Hm, stimmt. Damit steht fest, Pianos zu bewegen ist für jeden ein Albtraum. Es wird wahrscheinlich eine komplette Episode lang dauern, es dort hineinzubekommen. Die würde ich mir sogar anschauen. Dito wäre sicher episch. Neue Kartons mit Blankpapier. Oh, ich glaube, ich weiß, wo das hinausführt. Zu Hasen. Bist du früh aus dem Haus gegangen, um zum Friseur zu gehen? Was machst du da? Hasen. Hast du den Hasen gesehen, den ich für dich da gelassen habe? Ja. Erzähl mir etwas über ihn. Wie? Beschreib ihn. Er war gelb. Und weiter. Ein bisschen pummelig. Und? Naja, es ist eben ein Papierhase. Ich wüsste nicht, was ich sonst noch über ihn sagen soll. Du benimmst dich merkwürdig, River. Ist etwas nicht in Ordnung? River? Ja, hier hat es wohl mit den Hasen begonnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe gerade eine Art umgekehrtes Déjà-vu. Ich glaube, ich weiß, was mit dir los ist, aber selbst dafür ist das ziemlich ungewöhnlich. Glaubst du, sie ist... Glaubst du das? Vielleicht, wer weiß. Aber wie du schon sagst, ist sie nicht unsere Patientin. Lass uns die Dinge zu Ende bringen, für die wir auch bezahlt werden. Meinen Sie vielleicht, dass sie, wie heißt es nochmal, autistisch ist? Ich bin halt kein Mediziner, deswegen weiß ich es nicht genau. Viele lange orangefarbene Haarsträhnen.
Warum packt sie die ihre eigenen Haare in einen Eimer? Also neue Dings haben wir jetzt nicht. Neue Notizen. Das ist das Memento. Okay. Das ist jetzt der Tag, an dem sie damit anfingen, oder? Ja, dann dürften wir bald erfahren, worüber die beiden miteinander gesprochen haben. Wenn wir in der nächsten Ebene zurückreisen. Memento vorbereiten, mal wieder. Ja. Ideal ist 3, wenn wir wieder das hier machen, kommt das nämlich dazu. Und ja, ich kenne sie nicht auswendig, die Mementos. Ich denke nur dieses Mal ein bisschen besser nach und denke an die Diagonale. So. Oh, der Sprung war jetzt sehr kurz. Ich würde mal sagen, nee, wir gehen in Richtung Haus hoch. Nicht in Richtung Leuchtturm. Kriegen auf dem Weg dahin schon mal ein Memory-Fragment. Hier gibt es ein paar Blumen, aber da wo. Das ist die Stelle, in der früher das Haus stand, oder? Das Haus, das niemals hätte sein dürfen. Mal ehrlich, was finden die Leute an ungewöhnlich hohen und gefährlichen Plätzen so faszinierend? Notiz: Höhenangst erhalten. Etwas, das Johnny und River offensichtlich nicht haben. Dafür unser Freund Dr. Watts. Ja, hier gibt es nichts, also müssen wir hier oben weiter. Und finden da die beiden. Deswegen hast du mich damals angesprochen? Ja. Wie sieht es jetzt aus? Schätze, es gehört dazu. Hör mal, das ist lange her. Es spielt eigentlich keine Rolle mehr, aber sie meinte, ich sollte dir besser die Wahrheit sagen. Ich hätte unser erstes Treffen nicht so vermasseln sollen. Ja, merkt euch das mal mit dem ersten Treffen vermasseln. Was ist das? Ein Hacky-Sack? Kannst du ihn bis zu Anja werfen? Keine Ahnung, soll ich es probieren? Würdest du? River, bist du verrückt? Geh da weg. Ich glaube, diese Erinnerung ist nicht so weit von der letzten entfernt. Glaubst du, da besteht ein Zusammenhang? Wahrscheinlich. So, unser Memento. Wieso hat sie sich die Haare abgeschnitten? Ich mag lange Haare. Keine Ahnung. Achso, fehlt noch einer.
So, das nächste Memento ist der Rucksack. Ja gut, das hier ist jetzt recht simpel. Das ist nämlich genau diese Reihe. Einmal drehen. Und dann hier die Reihen drehen. Wobei jetzt auch die Bilder größer werden als die Bereiche. So, Memento aktivieren. Es geht um das erste Treffen der beiden. Merkt euch das mal. Darauf komme ich dann nachher wahrscheinlich nochmal drauf zu sprechen. Die Störung wirkt sich bei jedem anders aus schon. Nur weil wir beide daran leiden, sind wir nicht dieselbe Person. Aber du musst uns doch irgendwie helfen können. Anfangs war es noch ganz in Ordnung, aber jetzt ist sie noch distanzierter als vorher. Selbst wenn wir im selben Zimmer sind, sie ist nie wirklich da. Das geht mir langsam an die Substanz. Ich weiß nicht mehr, wie ich das aushalten soll. Nun ja, ich kann nicht für sie sprechen, aber viele von uns wollen nicht allein sein. Eine ganz andere Frage ist aber, ob man das auch zeigen kann. Dass sie sich damit schwer tut, heißt noch nicht, dass sie keine Gefühle hat. Sie ist schließlich immer noch da, oder? Manchmal musst du dir einfach den Glauben bewahren, dass du ihr wichtig bist. Es ist nicht leicht, sich das zu sagen, jeden Tag aufs Neue. Ich weiß. Sag mal, warum wirkst du eigentlich so normal, Izzy? Ach ja, er heißt übrigens Nicholas. Ich meine, habt ihr nicht die gleiche Sache? Nun ja, bei mir wurde es festgestellt, dass ich noch sehr jung war. Es ist mühsam, aber nicht unmöglich, sich dann eine Maske sozialer Normen systematisch anzueignen. Also es ist wahrscheinlich wirklich Autismus, weil das hat ja was damit zu tun, dass man keine richtige soziale Fähigkeit hat. Wenn ich jetzt Scheiße erzähle, übrigens könnt ihr mich ruhig in den Kommentaren korrigieren und auslachen. Weißt du, ich beneide Weaver ebenso, wie ich sie bemitleide. Also ja, ich weiß, ich habe das Spiel schon mal gespielt, aber ich weiß nicht mehr alles auswendig. Also welche Krankheit sie hat. Ich wusste noch, dass sie eine hat. Aber eben nicht mehr welche. Ich bin Schauspielerin geworden, weil ich mein Leben lang eine sein musste. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch sonst immer. Ich bin so gut darin geworden, weil ich keine andere Wahl hatte. Nur so kann ich normal sein. Aber River hat es nie versucht. Sie blieb eine Außenseiterin und hat nie etwas dagegen getan. Ich weiß nicht, ob sie es nicht konnte oder es nicht wollte, ob sie tapfer war oder feige. Es gibt Tage, an denen ich die ganze Verstellerei einfach nicht mehr aushalten kann. Und dann merke ich, es ist zu spät. Die Isabel, die die Leute kennen, ist nur eine Show. Und mein wahres Ich ist zu einer Fremden geworden. Ich glaube, letztlich beneide ich sie. Ich habe noch nie eine Frau mit solchen Problemen getroffen. Dann hast du bisher wohl noch keine einzige Frau getroffen. Damit beleidigt sie sich eigentlich selber. Das hier geht uns nichts an, komm. So, ein Memory-Fragment. Hier sind ein paar Leute, an die sie sich aber nicht erinnern können. Die Welt wäre ein schönerer Ort, wenn sich die Leute Gesichter besser merken würden. Da wäre eine offene Tür, die bringt uns allerdings nichts. Irgendwas Neues heute? Nein. Was liest du da? Des Kaisers neue Kleider. Ja, das Buch hatten wir schon ein paar Mal. Ich habe es geliebt, als ich klein war. Und tust du es noch? Hm? Natürlich. Nur aus anderen Gründen. Als ich ein Kind war, stand ich total auf die Animorphs-Serie.
Weiß ich, deine Mutter hat dir ein Animorphs-Buch zu unserer Hochzeit geschenkt. Ja, das war ein ganz schön merkwürdiges Geschenk. Ich war als Kind wohl ziemlich besessen von dieser Serie. Warum hast du sie seitdem nicht wieder gelesen? Ich habe die Bücher gesehen, sie verstauben in der Garage. Naja, ich bin herausgewachsen, schätze ich. Es sind eben Kinderbücher. Was ist falsch daran, Kinderbücher zu lesen? Sie spenden Trost. Schon möglich. Ich werde mir wohl dieses hier kaufen. Okay, da haben wir ihn an ein paar Positionen. Und was ist mit Davids? Der ist mein Lieblingscharakter. Keine Ahnung. Worüber redet ihr? Animorphs, kennen Sie das? Nein? Ja? Wirklich? Mehr oder weniger? Oh, wissen Sie, in welches Tier sich David verwandelt? H-U-N-D. Hund ist nie verkehrt. Das klingt nicht richtig. Keine Sorge, ich finde es schon noch heraus. Eine Null. Ich liebe mich und du liebst dich. Wir lieben uns ganz fürchterlich. Hey River, das hier ist gar nicht mal so schmalzig. River? Da liegt ein Buch. Ein Memento. Tobias Falke. Rachel Grizzly. Jake Tiger. Marco Gorilla. David Cobra. Cassie Wolf. Warum? Ach, nur so. Du hättest es auch einfach googeln können. Ja, genau, googeln wir alles. Also Cobra. Ah, richtig, in einem Cobra. Ich wünsche wirklich selten noch die alten Cover statt dieser öden Umschläge. Die waren cool. Vielleicht sollte ich sie doch noch mal lesen. Ich kann mich kaum noch an etwas aus der Serie erinnern. So, Memento. Weil alles andere bringt uns hier ja nichts mehr. Wir können noch mal mit ihnen reden. Aber kriegen keine neuen Infos. So, Memento vorbereiten. Damit machen wir wieder einen Zeitsprung. 5. Okay, da muss ich jetzt überlegen. Wenn ich wieder hier in der Mitte durchmache, werden die Felder hier alle geändert, bringt mir nichts. Oder ich probiere es einfach mal. Ah, doch, bringt mir was. Gut. Im Zweifel einfach diagonal benutzen. Und ja, ich habe jetzt erkannt, was der Vogel bedeuten soll. Wenn wir nämlich mal auf die Zeitleiste gucken, sind wir schon wieder an der Grenze. Das heißt, wir machen jetzt einen Sprung in seine Jugend. Also von seinem Erwachsenenalter in sein jüngeres Erwachsenenalter, dann in seine Jugend und dann in seine frühe Kindheit. Animorphs erhalten. Animorphs. Johnnys Lieblingsserie als Kind. Memento aktivieren.
das sieht aus wie die Hochzeit von den beiden. Och, es geht schon alle. Ich bin doch gerade erst da. Scheint dir bei Partys häufiger zu passieren. Ach komm, heb dir deine kindischen Scherze für Leute ohne Selbstbewusstsein auf. Ein altes Animorphs-Buch. Ein Glas eingelegte Oliven. Ich sehe Le Fromage, aber wo ist die Maus? Also ich sehe den Käse, aber wo ist die Maus? Ich sehe immer viel Blödsinn, aber das ist bisher das Highlight des Abends. Willst du nicht ja sagen, dass ich nur Käse rede? Wow. Ja, das sind Wortspiele. Also er will damit sagen, ich sehe hier die Oliven, aber wo ist John? Der steht ja auf das Zeug.